ich war eigentlich sehr gefasst. Also ich hab nicht viel gewusst über Down-Syndrom, das muss ich sagen. Aber in der Schwangerschaft haben wir schon mal konfrontiert worden mit der Frage, ob wir Untersuchungen machen wollen, ob es ein behindertes Kind wird oder so. Und da haben wir uns damals schon gedacht, das brauchen wir nicht. Also wir machen keine Untersuchung, weil es hätte nichts geändert. Wir nehmen unser Kind so, wie es ist. Und dann, die erste Zeit, wir waren natürlich unsicher, was auf uns zukommt. Und es kam einiges auf die Familie Meyer zu. Bei den ersten Untersuchungen fällt dem Kinderarzt ein ungewöhnliches Herzgeräusch auf. Mit 16 Monaten musste der Herzfehler von Theresa operiert werden. Wenn man das Abenteuer Kind eingeht, dann muss man immer, wie es kommt, da weiß man nie, was rauskommt dabei. Wichtig ist, dass letztendlich das Ganze doch, wie soll ich sagen, dass wir damit klarkommen und da haben wir kein Problem damit. Wenn man mit der Theresa zum Beispiel durch die Straßen geht oder zum Einkaufen geht, das ist so lustig, weil die sagt dann zu dem Hallo und dann oft haben Menschen schauen dann so traurig oder sonst was und dann wenn sie dann irgendwem grüßt und dann oft, dann lachen die und da freue ich mich dann wieder, weil sie einfach die Leute so zum Lachen bringt, weil es einfach so natürlich ist und so unkompliziert. Und weil sie so ist, war es für die Eltern auch wichtig, dass Theresa im Herbst in eine integrative Kindergartengruppe geht. Sie soll mit anderen gesunden Kindern spielen und lernen. Seit Herbst ist die Vierjährige nun im St. Johannes Kindergarten in Riedenburg. Wo gehen wir jetzt hin? Kindergarten. In Kindergarten. Also die Nico anziehen. Fertig. So, und jetzt gehen wir. Ja, immer. Fahren wir in den Kindergarten? Ja. Ja, okay. Jeden Tag geht es gerne in den Kindergarten. Und bloß am Wochenende darf es leider nicht, da muss der daheim bleiben. Das tut es am liebsten auch noch geben. Theresa ist eines der fröhlichsten Kinder, die wir bisher hatten. Ein ganz, ganz offenes Kind, ein ganz interessiertes Mädchen, die ganz schnell Zugang zu den Kindern gefunden hat, zu den anderen. Das war für uns ganz erstaunlich. Wir haben das nie thematisieren müssen, wie die Theresa ist. Die Kinder haben ganz schnell gemerkt, dass die Theresa anders ist. Und das wird nie in Frage gestellt. Also es wurde nie gesagt, oh, die kann das nicht oder die ist zu langsam oder sonst irgendwie. Die ist so, wie sie ist. Schon Erleichterung. Für uns ist das ein ganz normaler Alltag. Und dann Mittag kommt es dann heim vom Kindergarten und dann, nein, es ist gut so, wie es ist.